Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir unsere Skills verbessert und so weiter und so weiter und so fort. Und jetzt, heißt es noch ein bisschen leveln, beziehungsweise unsere neuen Fähigkeiten auch vielleicht endlich mal erhöhen. Und ich habe auch ein bisschen was an einer anderen Aufstellung vor. Ernsthaft? Jetzt wird sie auch noch angegriffen. Wieso greifst du sie an? Ist ja mega, dass sie da die ganze Zeit angegriffen wird. Na komm, wir nehmen ihr mal die Macht weg und dann... Aura-Siegel entfernt. Wo ist hier richtig? Das ist verdammt schwer, das Richtige rauszufinden. Wir könnten eine Angriffskette machen, aber ich sehe da irgendwie jetzt gerade keinen wirklichen Nutzen. Außer, dass wir die Folge wahrscheinlich schneller zum Starten bringen. So, das Schild mal wieder entfernt. Aber es explodiert wieder, war klar. Gut, jetzt, wie gesagt, wollte ich gegebenen Verstärkungseffekt. Jetzt kommen die ganzen Stärkungs- und Schwächungseffekte, ist klar. Ich war am Überlegen, Dunben einzusetzen, aber ich weiß gar nicht, ob ich für den jetzt irgendwas geholt hatte. Weil Dunben kann mich, glaube ich, da besser unterstützen. Weil er bei weitem mehr Schaden macht. So. Ja, guck mal, wie schnell der down geht. Und bam. Und nebenbei kann ich heilen. Ist zwar nicht viel, was ich heile, aber jedenfalls etwas. Zack, weg ist er. Es geht halt schneller als beispielsweise mit Schala. So, jetzt hatten wir gerade neue Handschuhe bekommen. Ich glaube zwar nicht, dass die wirklich effektiv für mich sind. Aber vielleicht für ihn. Nein, und für ihn? Halt. Für ihn, er hat noch 29er. Ja, er kann die anlegen. Oh. Er kann auch hier noch was anlegen. Und hier kann er auch noch einen ausrüsten. Ja, machen wir es so. Ja, ich habe einfach mal die Hoffnung, dass es genau damit funktioniert. Aber diesmal gehe ich auf Nummer sicher, weil ich habe nicht mehr Bock, so mich da durchzukämpfen. So. So. Oh shit. Kommt. Wunderbar.
Oh, verdammt, voll verkackt. Okay, Angriff bewirken Stärkeverlust. Nein. Wen greift er denn an? Den greift er an, oder? Ah, ne, den. Nein, warum mache ich denn das? Warum kann ich den nicht wiederbeleben? Wiederbeleben. Ich kann nichts machen. Ja, ich bin tot. Ich kann nichts machen. Er hat mich komplett geschwächt. Komm, heil mich hoch. Komm. Oh nein, 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 nein. Es sieht soweit eigentlich ganz gut aus, aber das Ding ist, dass ich jetzt gerade echt so derbe auf die Fresse bekomme. Oh nein, ich bin tot. Ja, jetzt wird er auch zerstört. Aber ist doch eh Ende. Danke. Das ist jetzt gerade echt... Es sah so gut aus. Das heißt, also wir müssen jetzt nochmal hier kämpfen. So. Ja, genau das ist, glaube ich, das Effektivste. Guck mal, wie schnell hier einer fällt. So. So schnell geht das. Und bei den anderen haben wir so starke Probleme, was ich überhaupt gar nicht verstehe. Schlangenlegends. Liga-Legends. 100. Er hat die Hartleder-Shorts. Ne, er hat die Himmel-Shorts an. Ja gut, die Liga-Legends verteidigen ihn dann natürlich nochmal mehr. Oh Mann. Ja, verdammt, widerstanden. Mission erfüllt, das ist schon mal gut. Gibt leider keine Erfahrungspunkte. Nein, wir machen keine Chain Attack. Widerstanden. Ja, den schaffen wir wieder nicht. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich gleich alle erstmal Schaden nehmen. Aber er liegt jedenfalls jedes Mal auf dem Boden.
Ja, sag ich doch. Er wird uns wieder voll in die Luft jagen. So, aber da haben wir wieder eine neue Ausrüstung. Ich weiß jetzt nur nicht, was es war. Haha. Was ein Kopfschmuck? Nein, war es nicht. War es ein Oberteil? Liga-Rüstung. Die war es definitiv. Und er hat den Himmel, das Himmelstop an. Ja, wobei. Na gut, er soll sie tanken. Also er bräuchte eher das Höhere. Ja, also er wird schon definitiv besser. Ah, verdammt, ich habe jetzt mal voll einen abbekommen. So, komm, runter mit der ganzen Sache hier, was Verteidigung angeht. Okay. Wir brauchen noch mindestens ein Level bei allen. Das heißt, dann gehe ich jetzt hier erstmal ganz kurz die noch abfarmen. So, schön getroffen. Komm. Wie gesagt, die gehen verdammt schnell jetzt down. Ich sollte mal gucken, was ich da loote. Was hat er denn für Schuhe an? Er hat schon die richtigen an. Wer ist denn das mit den 31? Dann Ben. Und dann kriegt er die Pantherschuhe. Was hat er hier? Und dann kriegt er das Himmelstop. Kriegt er nochmal Stärke drauf. Und beim Kopfteil hat er das 34er. Hier haben wir nichts Neues. Da haben wir nichts Neues. Na gut, aber den brauche ich eh nicht ausrüsten. Den nutze ich ja gar nicht. Aber ich kann jetzt mal bei den Techniken gucken. Fällt mir gerade ein. Ha! Oh ja, jetzt kann ich endlich mal hier zuschlagen. Klingstrom. Ja, es ist schon mal bei weitem erheblich mehr Schaden. So. Hammerschlag, den nehmen wir bei ihm. Und bei Dunben, ja, gut, hätte ich Bücher kaufen müssen. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht getan. Aber egal. So, und jetzt liegt er da bewusstlos. Nur allein, dass er da so liegt, ist schon mal echt alles wert. So, hier haben wir den letzten. Dann ist von der Seite. Ah, warum ist er nicht von der Seite gekommen? Oh, ich war zu langsam. So, und von hinten.
Ich weiß noch nicht, ob das reichen wird. Aber wir werden es ja gleich herausfinden. Puh. Beziehungsweise in der nächsten Folge finden wir es heraus. Ich bedanke mich ganz herzlich, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor rein. Tschüss.